Wahlkampf, der große Schlagabtausch. Glaubst auch du das? Also wirklich, wovon träumst du nachts? Nein, Wahlkampf ist nur ein großes Theaterspiel der Parteien. Eigentlich nur Beruhigungen, dass es dem Wähler bald besser geht. Oder stumpfe Lügen. Beispiel. Hier eine Grafik über den Zubau der Windkraft in Nordrhein-Westfalen. Seit Übernahme der CDU ist der Zubau massiv eingebrochen. Noch im Juli diesen Jahres hat NRW zusätzlich eine 1 Kilometer Abstandsregel eingeführt, sogar für Mini-Windkraftanlagen. Und die Laufzeit aller Kohlekraftwerke wurde auf den letzten möglichen Tag verlängert, 2038. Selbst beim Braunkohleabbau. Hierzu sagt Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat. Deshalb ist Nordrhein-Westfalen ja eines der Länder, das am meisten tut, gegen den Klimawandel zu kämpfen, CO2-Werte zu senken. Aber warum tut er das? Warum gibt es seit Kohl kein einziges Gesetz, das den großen Lobbyunternehmen auch nur einen Cent Gewinn gekostet hat? Da stellen wir uns mal ganz dumm und fragen, wie sind die wirklichen Mechanismen in der Politik, ganz objektiv gesehen? Die Entscheidungsgrundlagen der Abgeordneten und Parteien ruhen auf vier großen Säulen. Erstens, die Nebenjobs wie Reden und Vorstandsposten bringen richtig nettes Geld nebenher. Zweitens, Politiker bringen für die Lobby Gesetze durch und bekommen danach als Belohnung Vorstandsposten oder Beraterposten in eben diesen Industriezweigen, für die sie sich vorher eingesetzt haben, während der Abgeordnetentätigkeit oder danach. In Deutschland geht das. Das ist alles legal. Drittens, die großen Parteien bekommen massiv Großspenden aus der Wirtschaft. Als Abgeordneter wirst du von der Partei daher verpflichtet, auf die unzähligen Lobbyisten einzugehen. Denn die Partei hat massives Interesse, die Spender zu behalten. Stichwort Fraktionszwang. Und viertens, Staat, Länder und Kommunen haben selber Anteile an den großen Lobbyunternehmen. Man kann also gar nicht gegen die eigenen Interessen handeln. Deshalb zum Beispiel keine 3G-Regel in der Bahn. In Niedersachsen hat ein Energieriese sogar die Gemeinden aktiv mit Anteilen bestochen und dafür Genehmigungen erhalten. Der kleine Bürger interessiert folglich gar nicht. Nur im Theaterspiel Wahlkampf. Selbst das Menschensterben ist völlig egal, wenn mit Gegenmaßnahmen Gewinninteressen berühren. Da werden krebserregende Stoffe wie Titandioxid oder Glyphosat zugelassen. Auf jeder Erbsendose müssen Inhaltsstoffe genannt werden, nicht aber die real tödlichen Zusatzstoffe beim Tabak. Eine Studie über Methadon als Krebsmittel wurde erfolgreich verhindert, auch wenn es das Leben von Millionen verlängert hätte. Und Zucker als Spot billige Zutat darf von der Wirtschaft in Unmengen weiter dazugemischt werden. Was interessieren schon ein paar Millionen Diabetestote im Jahr? Und. Es ist somit wesentlich wichtiger, als alle anderen Einzelthemen eine Partei zu wählen, die nicht von der Lobby abhängig ist. Denn nur sie wird sich auch wirklich für den Kleinen einsetzen. Bei uns haben wir nur eine kleinere Partei, die keinen Cent von der Wirtschaft nimmt. Sie ist völlig bescheuert in ihrer Außenpolitik. Aber nur sie ist unabhängig und setzt sich für den kleinen Wähler ein, während die anderen es gar nicht können. Denkt also nach, bevor ihr wählt.